Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist schön, dass ich von Weitem auffüllen kann und ihr hört mich trotzdem sehr gut, dank meines Mikrofons. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Kooperationen für euch. Eine habt ihr ja schon gesehen. Jetzt ist die nächste dran. Und zwar hat mich die Firma Halara angeschrieben, tatsächlich. Und zwar ist Halara ein von Frauen geführtes Unternehmen, also von Frauen geschaffenes Unternehmen, eben für Frauen. Und zwar verkaufen die Kleidung. Und die Kleidung, die sie verkaufen, die soll eben nicht nur schön aussehen, sondern soll auch funktional sein, also bequem und trotzdem stylisch. Und die verkaufen sowohl Sportkleidung als auch normale Kleidung für den Alltag. Ja, die Kleidung soll einfach mega bequem sein. Deswegen bin ich so wahnsinnig gespannt drauf. Und das Ganze soll eben die Selfcare steigern und man soll eben man selbst sein mit der Kleidung. Und ein Satz von ihnen ist Play it my way. Und das soll einfach sagen, dass man sich selbst treu bleiben soll sozusagen und so sein soll, wie man sich selber wünscht sozusagen. Also mit sich zufrieden ist, einfach so, wie man ist. Und dass man einfach ein gutes Selbstwertgefühl hat, auch mit der Kleidung. Genau, und um euch das zu zeigen, beziehungsweise natürlich die Kleidung zu zeigen und zu testen, habe ich ein paar Sachen zugeschickt bekommen und die will ich euch natürlich jetzt zeigen. Das ist Hose Nummer 1 und die Hose Nummer 1 ist eine Halara Magic High-Waisted Button-Zipper-Hose mit sehr, sehr vielen Taschen dran und es ist auch auf jeden Fall eine Stretchy-Hose und das fand ich eben so toll an der Hose, weil es viele Stretchy-Jeans Hosen gibt, die eben keine Taschen haben und die hat Taschen, deswegen musste die mit. Bei mir musste auf jeden Fall eine High-Waisted Jeans mit, ging einfach nicht ohne. Ich liebe es einfach, wenn Hosen High-Waisted sind. Ich habe die jetzt in der Größe XL bestellt, also ich glaube, ich habe alle Hosen in XL bestellt, in der Hoffnung, dass die mir alle passen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich habe sie noch nicht anprobiert, aber ihr werdet jetzt gleich sehen, ob die passen oder nicht. Dann würde ich sagen, ziehen wir sie an. Hose Nummer 1 ist an und ich bin richtig begeistert. Also die Taschen sind mega, ich liebe es. Mal gucken, ob ich mein Handy hier auch reinbekomme, das ist nämlich immer ganz wichtig für mich. Aber ich denke, das wird überhaupt kein Problem sein. Ja, seht es an, Handy passt. Sie ist wirklich wahnsinnig weich. Welches Problem ich bei Stretchy-Hosen immer habe, dass ich so ja ein bisschen schwerer reinkomme, habe ich immer das Gefühl. Und bei der überhaupt nicht. Da gleitet man wirklich rein. Die fühlt sich weich an, die fühlt sich samten an. Und es fühlt sich aber trotzdem wie eine Jeans an. Also ich bin wirklich begeistert. So sieht sie einmal von hinten aus. Und sie war auf jeden Fall null zu eng. Also ich hätte wahrscheinlich auch eine Größe kleiner bestellen können und die hätte trotzdem gepasst. Bin mega begeistert. Die erste Jeans schon mal top und von mir auf jeden Fall ein Daumen nach oben. Und natürlich High-Waisted. Also so High-Waisted sieht die jetzt bei mir aus. Ich will auch, dass sie auf jeden Fall über meinen Bauch ist. Das ist mir immer ganz wichtig, weil ich das einfach nicht mag, wenn mein Bauch so frei ist und weil es natürlich ein bisschen kaschiert. Ja, ich bin nicht die Schlankeste, das weiß ich, aber es kaschiert auf jeden Fall ein bisschen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu Hose Nummer 2, denn natürlich musste auch eine schwarze Hose mit. Und zwar die Halara Magic, natürlich auch wieder High-Waisted, wie ich es mag. Und zwar dieses Mal mit Backside Pockets. Also dieses Mal hatten wir vorne leider keine Taschen, aber zumindest hatten wir hinten Taschen. Genau, und das ist eine Plus-Size Casual Leggings, also es ist extra für große Größen. Ja, ich bin damit reingerutscht mit einem X, also es fängt ab 1X an und geht bis zu 4X. Und natürlich auch wieder, wie wir es von dieser Hose schon gewohnt sind, stretchy. Also ihr seht hier, die lässt sich wirklich weich dehnen und auch da bin ich gespannt, ob die sitzt. Wir probieren sie an. So, auch diese Hose habe ich wieder an. Hier leider dieses Mal keine Hosentaschen, aber dafür hinten schöne Hosentaschen. Sitzt auch wieder wahnsinnig gut. Hier habe ich das Gefühl, die ist ein bisschen formgebender als die andere. Die ist halt ein bisschen mehr Leggings-mäßig, aber trotzdem sieht sie auf jeden Fall aus wie eine schöne schwarze Jeans. Also würde man jetzt nicht auf den ersten Blick erkennen, dass es eine Leggings ist. Und das finde ich echt mega. Mir gefällt die auch mega gut. Und ich bin froh, dass ich die genommen habe. Weil ich habe tatsächlich keine schwarze Jeans mehr. Keine schwarze Hose mehr, die ich zu einem schönen Anlass anziehen könnte. Und die würde ich auf jeden Fall auch zu einem schönen Anlass anziehen. Auch wenn es eine Leggings ist. Aber ich denke, das wird keiner merken, solange er mich nicht an den Beinen anfasst und den Stoff fühlt. Aber auch wieder mega weich, bin mega leicht reingekommen. Mega schön, natürlich High-Waisted auch wieder. Seht ihr hier. Geht mir bis hier rauf. Wie gesagt, ist mir ganz wichtig. Mega schöne Hose, wirklich eine mega schöne Hose. Könnte ich jetzt gar nicht sagen, was mein Favorit ist. Ich finde beide toll. Ich muss sagen, die andere ist ein bisschen mehr Jeans. Also ein bisschen Jeans-mäßiger als die. Die ist wirklich mehr in die Leggings-Richtung. Aber ihr seht es ja, es sieht nicht wirklich wie eine Leggings aus. Deswegen von mir auch wieder einen Daumen nach oben.
Dann kommen wir zu Hose Nummer 3. Und ich habe mich tatsächlich was gewagt, weil das waren die Hosen, die wo wir früher als Kind überhaupt nicht mochten. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe den Stoff wieder für mich entdeckt. Einmal so Korthosen. Und zwar ist es eine Mid-Rise-Button-Zipper mit Seitentaschen. Also das ist jetzt genau andersrum wie bei dieser Hose, die ich gerade anhabe, bei der schwarzen. Wir haben eben hier an der Seite Taschen, aber dafür natürlich hinten keine. Und die ist auch wieder aus der Plus-Size-Rolle, also von 1X bis 4X. Und bei der müsste echt schnell sein, weil die wahnsinnig schnell ausverkauft ist. Ich weiß, ich wollte die schwarze eigentlich lieber haben, wollte mir die schwarze bestellen, aber die war schon ausverkauft. Ja, und deswegen habe ich mich für dieses schöne Braun entschieden, ist mein zweiter Favorit und ich würde sagen, ziehen wir sie an. So, Hose Nummer 3 ist an. Ich finde die toll. Die ist ein bisschen luftiger, weil die natürlich ein bisschen weiter ist. Man könnte sie jetzt auch weiter hochziehen oder eben weiter runter. So ist sie bei mir jetzt auf Bauchnabelhöhe. Finde ich völlig in Ordnung. Sieht auch wieder mega schön aus. Ist halt eine größere Hose. Muss man halt wissen, was man lieber hat. Lieber was Enganliegendes oder lieber was Weites. Und ich finde, so als Alltagshose ist die mega. Ist die echt mega. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mir so eine Hose wieder kaufe, aber die hat mir so gefallen. Die ist mega bequem. Also das kann ich mir tatsächlich auch wahnsinnig gut im Sommer vorstellen, weil die echt schön luftig ist. Bin auch super reingekommen. Bis jetzt hatte ich bei keiner Hose, wirklich keiner Hose, das Gefühl, dass sie irgendwie drückt oder zwickt, weil die einfach so dehnbar sind, dass sie gut anliegen, ohne dass sie jetzt gleich einschnüren. Also finde ich Hammer. Und ich bin sehr froh, dass ich die auch genommen habe, die Hose. Auf jeden Fall. Schöne Alltagshose für unterwegs. Werdet ihr mich demnächst wahrscheinlich öfter damit sehen, weil die ist echt mega bequem. Kann ich mir jetzt auch zu Hause so als Chillhose sehr, sehr gut vorstellen. Ja, für jeden Anlass halt. Zum Fortgehen aber genauso. So, und jetzt eine ähnliche Hose. Nicht die gleiche, aber eine ähnliche. Es ist der gleiche, ja, das gleiche Muster auf jeden Fall. Ich glaube auch der gleiche Stoff. Es fühlt sich zumindest so an. Das ist auch wieder ein Mid-Rise Button Zipper und eben auch wieder mit Seitentaschen. Es ist tatsächlich eine andere Hose als diese. Also es gibt beide so zu kaufen. Nur, dass diese halt nicht aus der Plus-Size-Reihe ist. Also ich bin gerade so in dieser Größe drin, wo ich normale Hose kaufen kann, aber auch die Plus-Size-Größen tatsächlich. Ja, und deswegen durfte die noch einmal mit. Ich wollte einfach noch eine ausgefallenere Farbe haben, die ich tragen kann, weil ich einfach mal ein bisschen bunteren Kleiderschrank haben will. Ich habe nämlich sehr viel Schwarz und Weiß und Grau und deswegen durfte die mit. Die hätte es tatsächlich in Rosa auch gegeben, war ich auch schon mal am Überlegen. Ich habe noch eine andere Hose mitbestellt, die ich rosa genommen habe und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich hier eine andere Farbe nehmen. Genau, und würde ich sagen, probieren wir sie wieder an. So! Die nächste Hose ist an und ich muss sagen, die ist jetzt ein bisschen enger als die andere. Also die andere ist wirklich ein bisschen lockerer. Die liegt ein bisschen enger an, das sieht man auch. Aber ich hatte wieder überhaupt keine Probleme, hier jetzt reinzukommen. Auf der Seite ist auch abgebildet, dass man die Hosen umkrempeln kann. Also könnte man natürlich auch. Die, glaube ich, passt von der Länge her jetzt ganz gut. Die andere würde ich tatsächlich ein bisschen umkrempeln, weil ich bin relativ klein. Deswegen, ja. Seitentaschen natürlich nicht vergessen. So sieht sie einmal von hinten aus. Wieder mega angenehmer Stoff. Trotzdem sehr, sehr, ja, nicht so luftig wie die andere Hose, aber das kann ich mir tatsächlich auch im Sommer vorstellen, weil es einfach nicht so dicht ist, habe ich das Gefühl. Tatsächlich nicht so dicht ist, sondern sehr, sehr schön locker. Was ich auch sagen muss, ich mag zum Beispiel diesen Hornknopf, den die Hosen haben, mega, mega gerne. Die ist auch wieder, ja, ungefähr auf Bauchnabelhöhe. Die andere, die war ja mit dem, ich weiß gar nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, bei uns sagt man Zwickel. Wo sich die Hose teilt. Tatsächlich ein bisschen weiter unten. Also die könnte man jetzt nicht weiter hochziehen, weil sonst ist sie sehr weit oben. Sondern die ist ein bisschen tiefer. Vom Schnitt her seht ihr aber trotzdem noch mega angenehm. Finde ich sehr, sehr gut. Die andere ist halt wirklich ein bisschen lockerer. Und das ist ein bisschen eine engere Hose. Da bin ich froh, dass ich beide Varianten jetzt habe. Einmal eine lockerere Hose und einmal eine engere Hose. Weil dann kann ich dazwischen auf jeden Fall wechseln. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur Hose Nummer 3 und wieder einer Jeanshose. Jetzt, wo wir so viele Kordstoffhosen hatten. Und zwar ist es die Halera Magic Back Pockets Casual Leggings. Auch wieder stretchy natürlich. Das ist auch wieder die normale Reihe. Also keine Plus Size Reihe. Ja, und wir haben hier leider vorne auch keine Taschen, aber das macht nichts. Dafür haben wir nämlich hinten welche. Natürlich auch wieder mega schön stretchy. Und ich bin gespannt, ob die Jeans Optik genauso gut hat wie die schwarze. Weil bei blau ist es immer, finde ich, ein bisschen schwierig. Würde ich sagen. Ziehen wir sie an. So, Hose Nummer 3 ist dran, tatsächlich. Ja, das ist auch wieder mehr so eine Leggings-mäßige Hose und nicht so eine mehr Jeans-artige Hose. Also man merkt auf jeden Fall, wenn man es anhat, dass es eine Leggings ist. Und wenn man hinfasst, merkt man das auch, finde ich aber nicht schlimm. Hinten, wie gesagt, die Hosentaschen und mega bequem auch wieder. Auch wieder hier kein Problem reinzukommen. Der Hosenbund ist bei mir wieder am Bauchnabel oben, so wie bei den meisten Hosen, die ich jetzt anhatte. Und sie sieht trotzdem echt wie eine Jeans aus.
Hätte ich nicht gedacht, die bekommen das echt gut hin. Ich weiß noch, als damals die ersten Jeans rauskommen, mit so die ersten Leggings rauskommen mit so Jeans-Optik. Und die waren echt nicht schön. Ich hatte eine, die waren echt nicht schön. Und das ist richtig, richtig. Es ist ein schönes Material. Es fühlt sich trotzdem wie eine Jeans an. Wie gesagt, die andere fühlt sich mehr wie eine Jeans an, aber das fühlt sich trotzdem wie eine Jeans an. Es ist faszinierend. Und das, obwohl es eine Leggings ist und mega bequem. Und was ich auch hier mehr das Gefühl habe, das ist ein bisschen formgebender als jetzt die andere Jeans, weil es einfach ein bisschen fester ist von der Leggings-Form her. Das andere fühlt sich ein bisschen lockerer an, aber auf jeden Fall auch eine mega schöne Hose. So, dann kommen wir zur nächsten Hose. Jetzt wird es noch bequemer, wenn es überhaupt schon geht, weil die anderen Hosen auch echt bequem sind. Aber ich bin ein sehr, sehr starker Jogginghosen-Liebhaber und ziehe auch in meiner Freizeit Jogginghosen an. Mittlerweile ist es ja normal. Am Anfang wurde es ein bisschen verpönt. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme mir so eine Jogginghose mit. Und zwar ist das eine Cargo Jogshose, also so eine Cargo-Jogginghose sozusagen. Auch wieder High-Waisted und mit Taschen natürlich, die seht ihr auch schon. Also hier an der Seite, da sind auf jeden Fall große Taschen drin, wo ich mein Handy bestimmt auf jeden Fall reinbekomme. Und was ich bei der Hose auch so gut fand, ist es auch wieder aus der Plus-Size-Reihe, ist einmal, dass wir unten so einen Bund haben. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich würde sagen, probieren wir sie an. So, die vorletzte Hose ist an und mega luftig auf jeden Fall. Mir gefällt die so gut. Die Taschen sind ein bisschen weit unten, also das müsst ihr auf jeden Fall mögen. Handy passt aber auf jeden Fall ohne Probleme rein. Ich glaube, da könnte ich sogar ein Tablet reinstecken. Es ist halt wirklich eine luftigere Jogginghose. Ist mega schön, mir gefällt sie sehr gut. Ich habe auch noch keine schwarze Jogginghosen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich die mitbestellt habe und vor allem, dass ich die in schwarz bestellt habe. Das ist halt wirklich so eine bisschen baggy, würde ich sagen. So ein ganz kleines bisschen baggy, weil das ziemlich weit unten ist hier. Ich habe aber die Hose hier auch wieder am Bauchnabel. Das ist mir einfach so am liebsten. Deswegen habe ich die auch immer am Bauchnabel. Ja. Gefällt mir. Stört auch überhaupt nicht, dass hier der Zwickel, wie wir es nennen, so weit unten ist. Also ich finde das mega bequem und die kann ich mir im Sommer auch sehr, sehr gut vorstellen. Oder wenn ich mal am Wochenende arbeite mit Jogginghose in die Arbeit und wieder zurück, ist manchmal ein bisschen angenehmer. Sehr, sehr schöne Jogginghose, aber das war nicht die einzige. Und zwar habe ich noch eine zweite Jogginghose gekauft. Ja, die musste einfach noch mit. Ich bin mega gespannt, wie die aussieht. Hat auf jeden Fall unten auch wieder so ein bisschen ein Bund, dass die unten enger ist. Also seht ihr auch hier, ist mega schön mit dem Bund, weil die einfach nicht so weit runterrutscht, man sie ein bisschen höher machen könnte. Und was die hat, ist hinten so ein, ja, gerafften Stoff, dass dahinter ein bisschen in Geltung kommen soll. Vorn kann man da natürlich auch noch ein schönes Schleifchen machen. Das ist tatsächlich zum Zusammenziehen. Also nicht nur Zierde. Ich habe ja sehr viele Hosen, wo das dann nur zur Zierde ist. Aber nein, es ist wirklich eine richtige Jogginghose. Und zwar sollte es eine Yoga-Jogger sein, also eine Yoga-Hose. Auch wieder High-Waisted und auch wieder mit Seitentaschen. Und auch hier haben wir wieder eine Hose aus der normalen Reihe. Und natürlich probieren wir auch diese an. Ja, auch wieder eine mega schöne, lockere Hose. Mit Seitentaschen mag ich sehr gerne, weil ich stecke meine Hände sehr gerne in die Tasche. Wir machen natürlich wieder den Handytest, ob auch hier das Handy, naja, was soll ich dazu sagen? Passt auf jeden Fall rein. Ist wie gesagt auch wieder High-Waisted, habe ich wieder beim Bauchnabel oben. Schöne Taschen, schön locker sitzend. Nicht zu eng, aber trotzdem nicht zu weit. Auch hier unten, wie gesagt, mit dem Bund, das mag ich sehr gerne. Ihr seht es ja, ich bin sehr klein und man könnte ja auch noch ein bisschen größer sein hier. Und mal gucken, wie der Hintern aussieht mit dem Gerafften. Ich kann es euch jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ich sehe, oh doch, im Spiegel sehe ich es. Ja, ich würde sagen, die Po-Falte sieht man ein bisschen mehr. Die ist ein bisschen schön in Szene gesetzt mit dem Gerafften hier tatsächlich. Das sieht echt toll aus. Ich bin begeistert. Also bei mir wird es wahrscheinlich keine Yoga-Hose werden, weil ich kein Yoga mache. Sollte ich vielleicht mal, zur Beruhigung ein bisschen. Aber ich glaube auch so für die Arbeit und casual für draußen würde ich die auf jeden Fall anziehen. Die finde ich auch Hammer. Ja, und das war die letzte Hose. Natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch, den blende ich jetzt hier unten ein und lasse ihn ein bisschen hier unten, dass ihr nicht ständig hier hinspulen müsst, damit ihr den Rabattcode sehen könnt. Und zwar Raffi, kleingeschrieben und 20 für 20% Rabatt auf die Hosen. Ja, ich finde sie toll. Ich finde sie tatsächlich toll, weil Jeans war für mich tatsächlich bisher immer und so Korthosen mit unbequem, steif, ja, eher nicht luftig, sondern sehr, sehr fester Stoff verbunden. Und das sind die überhaupt nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass meine Jeans-Optik so gut und trotzdem so bequem hinbekommt. Also, wie gesagt, ich hatte schon Hosen in Jeans-Optik. Das Leggings war, und die waren nicht toll. Die waren echt nicht toll. Deswegen, ich bin mega begeistert. Ich bin dazu, weil ich auf jeden Fall neue Hosen habe. Und deswegen bin ich die Kooperation auch eingegangen, weil ich tatsächlich fast keine Hosen mehr habe. Es sind sehr, sehr viele die letzte Zeit kaputt
kaputt gegangen und die, die ich noch habe, die sind einfach so wahnsinnig unbequem. Und dann habe ich mir gedacht, das sind Hosen, die bequem sein sollen und trotzdem gut aussehen. Probieren wir es mal. Und ich bin tatsächlich positiv überrascht. Natürlich werden die Hosen noch auf Herz und Nieren überprüft. Wenn ihr ein längeres Fazit sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall in den Vlogs vorbei, weil da werde ich die Hosen auf jeden Fall tragen. Ich werde sie ja täglich tragen. Ich denke, ich werde morgen gleich eine anziehen. Ja, ich finde sie Hammer. Ich finde sie tatsächlich Hammer. Die ganzen Hosen, die sind natürlich unten verlinkt. Wie gesagt, ich habe alles in Größe XL bestellt. Passt wirklich alles super, so wie ich es bestellt habe. Das ist auch die Größe, was ich habe. Es fällt nichts irgendwie zu klein aus oder zu groß. Es ist wirklich alles perfekt. Und das habe ich eigentlich noch bei keiner Marke gehabt, wenn ich bei einer Marke einkaufe, dass alle Hosen wirklich so gepasst haben. Die eine war immer zu groß, die andere war zu klein und so weiter. Also die sind wirklich, da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber ich glaube, es sind auch Größentabellen online. Da könnt ihr dann auch schauen, ob sie für euch passen oder nicht. Also Fazit zu den Hosen, beziehungsweise erster Eindruck zu den Hosen, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Zumindest jetzt, wo ich sie angezogen habe, waren alle mega, mega bequem. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwie eingeengt zu sein. Es ist alles super schön luftig und es sieht tatsächlich gut aus. Ja, ich bin auf jeden Fall auf die weiteren Tests gespannt. Wie gesagt, Hosen unten verlinkt. Rabattcode RAFFI20 könnt ihr 20% sparen. Den Shop im Allgemeinen verlinke ich euch natürlich auch unten, weil die haben noch viel, viel mehr tolle Sachen. Wie gesagt, ich habe die Sachen zugeschickt bekommen, aber gebt mein ehrliches Feedback hier. Wie gesagt, ich kann euch jetzt den Langzeittest, dazu kann ich nichts dazu sagen, weil ich die Hosen erst neu bekommen habe, aber ich werde sie natürlich noch länger für euch testen. Und vielleicht ergibt sich ja dann irgendwann wieder eine Kooperation mit Halara, aber wie gesagt, auf den ersten Eindruck von mir auf jeden Fall top, würde ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, schaut auf der Seite vorbei, die haben noch viel, viel mehr tolle Sachen. Die haben auch nicht nur Hosen, sondern auch Röcke. Aber da habe ich mich nicht so rangetraut, weil ich nicht so der Rockmensch bin, tatsächlich. Ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass ich wieder Jeans habe, auch wenn es eigentlich Leggings sind, dass ich Korthosen habe und die mal ausprobieren kann und dass ich zwei neue Jogginghosen habe, bin ich auch mega froh darüber. Natürlich könnt ihr mir einen Kommentar da lassen, was sagt ihr zu Hosen? Könnt ihr auch ein Ranking machen. Würde mich sehr interessieren, macht ein Ranking zu den Hosen, welche euch am besten gefällt, beziehungsweise gebt Punkte ab von 1 bis 10, was sieht gut aus, was nicht. Ist für mich ja auch nicht schlecht zu wissen, weil ich sehe mich jetzt gerade hier nicht. Also ich habe zwar meinen kleinen Bildschirm, aber da sehe ich natürlich nicht viel. Genau, und natürlich könnt ihr mich abonnieren. Unten auf den Abonnieren-Button würde mich natürlich auch sehr freuen und unterstützen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.